Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Karikaturing. Wir fahren mit der Ernte fort, die Auffahrt Nummer 13. Ist in den letzten Zügen, in Anführungszeichen. Ne? Ich starte aktuell alle Fahrer wieder und lasse die arbeiten. Ne? Ich gönne mir einen freien Tag. Scherz, ich werde ein bisschen überwachen, dass alles läuft. Ich muss noch einige einstellen. Das ist anfangs mal ein bisschen, noch nicht blöd, aber halt notwendig, ne? So, decken mich ab alle. So, ich warte mal auf die neue aktuelle Karte. Ist wohl noch nicht so weit, aber abwarten. Die Ernte ist noch nicht fertig. Aber die Maisernte geht noch nicht reif. Aber ich werde mir entsprechend da was einfallen lassen, was wir dann machen können. Obwohl ich Stroh-Ernte eigentlich beenden werde jetzt. Ne? Stroh haben wir mehr als genug. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn ich rüberkaue auf Feld Nummer 10, ist das zwar noch was, aber. Was ich machen könnte, nochmal einen Schwader durch rüber schicken. Aber dann mit anderen Schwader, den der von der Krone, der hat immer noch links und rechts ausgeflichen. Aber wir haben so Stroh. Dort ist aktuell. Es rentiert sich letztendlich nicht mehr. Ne? Also für Thüringen rentiert sich überhaupt nicht. Gut, für die Marsch habe ich auch ein Problem. Ich habe zu viel. Weil. Da kommt ja die Ernte auch bald. Ne? So, gut. Mal alles durchschalten. Kühe. Ich das war ja wenig groß. So, der fährt dahin. Das passt. Silage. Muss ich mal gucken. Also, Feld 13. Ist ja im Grunde erledigt, kann man sagen, ne? So, ich will mir jetzt aber kein weiteres Feld pachten, was jetzt Getreide betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass wir Feld 27 pachten könnten als Rüben, aber ist noch nicht reif. Das heißt, wir müssen irgendwas gucken, was erntereif ist, aber halt oder wir spulen halt kräftig vor, ne? Das ist Stroh. Auf den fahren wir nicht mehr los. Dann fahren wir auch zurück zum Hof. Müsste alles repariert werden normalerweise. Normalerweise, aber aktuell mit der Abstand von. Aber mal schauen. Erstmal bereitstellen, dass wir das nicht alles machen können. Das wäre eine Option. Also alle Fahrzeuge reparieren und wegstellen. Wäre ja auch nicht gerecht, ne? Sinnvoll. Die Felder neu bestellen, jetzt haben wir Raps wäre jetzt fertig, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt für mich, ja, sag mal so, macht keinen Sinn, wenn plötzlich dann die andere Karte kommt, ne? Dann haben wir, mal das kurz gucken, mal Tiere da, Tiere sein, also die Kühe, ob da Futter notwendig ist, ja, nicht unbedingt. Man könnte Stroh und man kann putzen, wenn man so. Oder muss putzen, durchputzen. Bisschen säubern. Den Mist könnte ich noch ja, in den BGH bringen. Oder muss ich sogar, ne? Das werden wir gleich tun. Die Ernte läuft ja eh. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut läuft. Muss nur halt jetzt die Zeit. Wir brücken bis bevor jetzt die große Maisernte beginnt. Also Maisernte, ich schätze mal in 2 Tagen. Stall ist hier. Den Mist wollt, ach den Mist, ja genau. Wenn man leider den Mist wegfahren, das heißt mit dem LKW, nehmen wir uns mal gleich und werden den Anhänger mit Mist wegbringen.
Ansonsten, wie gesagt, Fahrzeuge reinigen und wegstellen. Aber wiederum ist es auch so, wenn ich komplett alle Fahrzeuge übernehmen würde, müsste ich sortieren, ne? Aussortieren, was man behalten wird und was nicht. Muss ich mal sehen. Erstmal haben wir unseren ganzen Mist. Die Milch könnte man noch in den globalen Markt, fahren. Das können wir noch machen. Da können wir sogar einen Kurs programmieren. Das wäre auch eine Option, ne? Aber erstmal mal den Mist zur BGA fahren und da entsprechend vergolden, ne? Da haben wir ja schon viel geschafft. Ich überlege, wir haben Feld 10 gekauft und wir haben Feld Nummer 29 gekauft. Und wir haben, na gut, Feld 13 haben wir gepachtet. Da wollte ich jetzt aber warten, bis es fertig ist. Dann können wir die Pacht abschließen. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, müssen wir jetzt die Pacht das ganze Jahr bezahlen. Nein, theoretisch. Dann wäre das so, ne? Waren wir auch noch hier. Graswiesen haben wir aktuell keine. Durchdrehende Reifen. Muss ich mal gucken. War der Mod. Bestimmt hier. Naja, auf dem letzten Meter noch Probleme machen, ist kein Wunder. Machen wir noch kurz selber. Das wird hier sowieso nichts, Anführungszeichen. Bei diesem großen Durcheinander hier in unserem Sieg. 1, 2, 3, 4, noch eine. Ist ja ein Verkehr hier. Hier machen wir das Feld noch fertig, dann können wir gleich mal die Pacht abschließen. Und vielleicht nicht, dann nicht das vergessen, ne? Dass wir am nächsten Tag bezahlen müssen. Aktuell läuft das ganz gut. Ich würde mal jetzt die Zeit auf 5 laufen lassen. Damit wir den heutigen Tag auch schaffen. So, jetzt sind wir dem ein bisschen entgegenfahren. Und dann können wir die Pacht hier abgeben. So, letzte Ende im Prinzip. Letzten Meter schaffen wir jetzt noch. Ja, und dann müsste morgen, muss ich die, achso, die Maisgebiss muss ich holen vom Händler, das werden wir auch noch machen müssen. Das wird uns keiner abnehmen. Das heißt, das könnten wir gleich machen, der andere macht der Rote ja weiter. Wir fahren mal den Jungen mal gleich mal, ja, wir nehmen mal kurz abstellen und anhängen. Können wir nicht mal ja leer machen. Hätten wir vorher machen können. Na gut, war ja, hatte ich was anderes vorgehabt. Denn der Case, der macht ja weiter. Wir werden mal gleich mal ranfahren zum einen der Hänger, die da stehen, rumstehen. Ne? Der eine fährt ja da. Machen wir leer. Gleich den einen, der noch steht da, ne? So sinnlos umher. Machen wir gleich voll, oder beziehungsweise wir entleeren uns mal ganz kurz. Und dann fahren wir gleich mal zum Händler. Und holen uns zumindest einen Stein weg. Nee, nee. Sabotage. Typisch. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt plötzlich abhaut. Aber jetzt geht es hier noch ein bisschen dazu.
Ist ja garantiert voll. Jetzt fährt er sich woanders hin. Das ist ja wohl da stehen. Na, kriegen wir alles rein. Ja, alles. Ein bisschen fehlt noch. Und da einmal. Bleib stehen. Bleib stehen. Junge, Junge. Siehst du mich nicht? Ich komme gerade. Vorbei. Schwerer Akt. Es könnte sein, dass der andere. Ja, müssen wir halt eher danach arbeiten, wenn man angerührt. Wir fahren erstmal zum Händler mit Anhänger. Geht am besten. Wir wollen hier extra hinfahren. Umweg. Direkt dahin und das Ding holen. Zur Not vorher aushängen, damit wir nicht angieren können. Ne? Aber ansonsten. Sollte es kein Problem sein. Maisgebiss für unser Mais. Fahren wir vom Feld runter auf die Straße. Können wir nicht drehen. Fahren wir auf Blindflug rauf. So. Ups. Ich musste kurz Mikrofonventil setzen. Ich glaube, das ist jetzt. Ah, jetzt geht's. Ist nämlich Steuerung meiner Augen, da das mich gewöhnungsbedürftig, aber das ist ganz gut. Man kann im Prinzip so gucken, ohne dass man die Maus bewegen müsste. Also. Leider fällt das Ding immer öfters aus. Gibt auch davon eine neue Variante, eine weitere Version, eine neuere, aber ob die genauso oder schlechter ist, ist auch mal so, solange es funktioniert, ich will da kein neues kaufen. Ist auch nicht gerade billig, kann man so sagen, ne? Genauso wie mit dem Lenkrad, das gibt jetzt auch ein neues Lenkrad von Logitech, G923. Ja gut, ich habe mir ein bisschen was angehört, was da so gibt. Das Einzige, was Neues ist die Steuerung der Elektronik. Die Hardware ist die gleiche, mehr oder weniger. Also brauchen wir auch nicht. Neu kaufen. Ist auch zu teuer dafür. Also. Zumal ja die Funktion dafür der LS eh nicht unterstützt. Und daher ist es für mich neben. Also ja. Nicht relevant, das neu zu kaufen. Wenn das mal kommen würde, das wäre unterstützt, dass man da ein bisschen mehr Komfort haben würde, dann wäre das sicherlich ein Grund, darüber nachzudenken. Ne? Aber für LS19 kommt es garantiert nicht neu. Unwahrscheinlich. Und für LS. Ja. 21 oder 22, egal wie sie es nennen, ist ja theoretisch möglich, ne? Wenn man es will. So, wenn man gucken, ja, sind meine Balken immer da, dann muss ich hier aushängen. Das tut mir leichter. Ja, der Händler schmeißt ja immer verkehrt rum an, ne? Das ist ja auch ein bisschen blöd. Und diese blöden Balken gehen um den Keks. Muss ich mir doch mal überlegen, ob das Sägewerk nächstes Mal behalte. Und jetzt gibt es auch wieder FPS-Einbrüche. Wegen der Balken kann natürlich sein. Also ich wollte eigentlich nicht den roten haben. Wir haben doch hier garantiert einen gelben, ne? Da fliegt schon ein Balken. Ich wollte doch hier einen gelben nehmen dafür. Also habe extra die Farben genommen nach Drescher. Also rot für Käse, gelb für diesen hier nach Holland und den grün für den John Deere. Die sind ja auch wieder so bescheiden, dass ich damit gar nicht gut hinkomme. Muss ich doch noch einen starken Bauer nehmen. Muss ich ein bisschen drehen. Funktionieren. Wie gesagt, die Maisernte vorbereiten. Also Körnermais, ne? Silage mache ich keinen, da bin ich doch im Zeug. Müsste ich noch Heu und alles in den globalen Markt fahren.
Ja, da haben wir noch genug Arbeit. Sobald die Ernte mit durch ist, in Anführungszeichen, dann werden wir da uns kümmern, dass das Lager leer gefahren wird, dass wir für den Umzug der Karte entsprechend dann alles klar gemacht haben. Also im Prinzip die Gelder, die am Warenwert da sind, dann auch entsprechend verwerten. Siehst du, der erste ist klar. Müssen wir nur noch alles reparieren, mal ein bisschen waschen und dann haben wir ihn klar für die nächste Ernte. Und zwar mit Körnermais. Dann haben wir noch ein Feld mit Soja, zwei Felder, sorry, zwei, kleines und etwas größeres. Sollte an sich bei Soja kein Problem sein, mengenmäßig ist es nicht viel. Das geht auch eigentlich relativ zügig, das muss nur trocken sein. Ne? Aktuell haben wir noch trocken. wenn es keine Änderung gegeben hat und Wetter her, sagt der Regen an. Ne? Und das ist schlecht. Und dass man Blocking kommt hier, ist auch ganz schlecht. Letzten Zügen noch Probleme machen. Oh, liebe Server, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und schon ciao. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschauen würdet. Es wäre nett, wäre schön. Wäre sehr dankbar dafür, dass sich die Quote nach oben bewegt. Aktuell, das ist gut. Und ja, schauen wir mal, dass wir da weiterkommen hier in Thüringen. Tschüss und danke fürs Reinschauen.